So ein Aufgebot und kein Ergebnis. Bei der Suche nach Tanja Gref gibt es einen roten Faden, der immer wieder an der gleichen Stelle endet. Und es gibt eine Verbindung direkt nach Luxemburg, die ebenfalls am Ausgangspunkt ankommt. Hätten die Ermittler Tanja Grefs Umfeld genauer untersucht, wären sie selbst auch drauf gekommen. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten sollte das kein Problem gewesen sein. Es ist erstaunlich, was Hunderte von Polizisten nicht sehen. Der Täter oder auch die Täter kommen aus dem engsten Umfeld von Tanja Gref. Nur da will wohl niemand so richtig suchen. Oder doch?